Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute werde ich euch die Top-Partien-Lösungen zeigen. Bevor wir aber damit starten, möchte ich euch noch sagen, dass ich morgen dein Team aufnehmen werde. Das heißt, da werde ich wieder eure Teams bewerten, die ihr mir auf Instagram eingesendet habt. Dort heiße ich FIFA Allstars Underline David und ihr seht hier, drei Teams habe ich schon fertig gebaut. Drei Teams sind schon für die morgige Aufnahme vorbereitet und zwei Plätze habe ich noch frei. Das heißt, falls ihr noch dabei sein wollt, schickt mir euer Team bei Instagram. Ich kann natürlich leider nicht jeden nehmen. Das heißt, mit ein bisschen Glück seid ihr dann eben morgen bei der nächsten Episode von Dein Team dabei. Ich würde wirklich gerne jedes Team bewerten, deswegen antworte ich auch manchmal einfach mit Verbesserungsvorschlägen und pack's nicht ins Video. Aber mit ein bisschen Glück seid ihr da eben morgen bei der Aufnahme dann dabei, wenn ihr mir euer Team sendet. Okay, Leute, da haben wir auch schon die Lösungen. Und ja, das erste Spiel ist Manchester United gegen Tottenham. Und da ja, gehen wir einfach mal die Spieler ganz normal durch, wie wir das immer machen. Es ist nicht so teuer gewesen, diese SBC hat mit circa ja, so 5000 Münzen gekostet, 4.000 Münzen. Und dann senden wir das Ganze ab. Wir bekommen dafür sogar ein 15k-Set. Also echt alles andere als schlecht. Dann die nächste Lösung, Sevilla gegen Leganes. Da ist dieser eine Innenverteidiger, der hier, ziemlich teuer. Den hatte ich aber als Erstbesitzer. Ich habe sowieso sehr, sehr viele Karten als Erstbesitzer verwendet, da ich einfach ja, viele im Verein hatte. Aber das Ganze geht sich trotzdem alles von der Loyalität aus. Das heißt, ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass ihr da jetzt irgendwie die Lösungen nicht nachmachen könnt, weil ich da Loyalität habe. Das geht sich auch wirklich ohne Loyalität aus. Okay, dann gehen wir zum nächsten Spiel und da seht ihr auch schon, da kostet ein Innenverteidiger 2000 Coins und den Linksverteidiger habe ich richtig günstig ersniped, der kostet eigentlich auch so 2500 und ja, da müsst ihr einfach ein bisschen snipen hier bei den Griechen und ansonsten ist die Lösung jetzt auch nicht so teuer, also das kann man auf jeden Fall so nachbauen und dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel und das ist Zürich gegen Basel, da braucht ihr nicht unbedingt voll Schweizer Liga machen, sondern da könnt ihr zum Beispiel hinten irgendwie mit der Bundesliga und Deutschen arbeiten und ansonsten ist es halt auch nicht schwer zu lösen, also ihr braucht hier einfach nur ein paar Schweizer aus der Schweizer Liga und dann, ja, passt das eigentlich auch schon und dann senden wir das Ganze ab, bekommen dafür ein seltenes Verbrauchsobjekte-Set, das ist auch gar nicht so schlecht, da bekommt man auch immer ziemlich viele Coins raus und hier haben wir dann eben die Top-Partien abgeschlossen, wir drücken auf Weiter und bekommen das Prime Goldspieler-Set, also ein 45k-Set, ich bin gespannt, was wir ziehen, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr gezogen habt, das interessiert mich auch immer und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal hier mit dem Elektrum-Spieler-Set. Und wir hoffen natürlich auf einen Leinwandspieler. Es ist leider keiner und es ist auch eine Non-Rare-Karte. Oh mein Gott, so schlecht kann ein Pack-Opening beginnen. Okay, wir packen alles in den Verein. Die Spieler sind da teilweise natürlich dennoch was wert. Zum Beispiel Martinez, 82er Rating. Der ist auf jeden Fall zu 1000 Münzen wert. Eben auch durch die ganzen SBCs im Moment. Und dann, ja, würde ich sagen, machen wir mal das seltene Verbrauchsobjekte-Set auf. Und da lädt es natürlich nicht lang. Da kann ja auch nicht wirklich ein Leinwandspieler drinnen sein. Ich meine, was soll da kommen? Eine Fitnesskarte als Leinwand. Ja, und da haben wir eben vier Fitnesskarten, die sind natürlich auch alle ein bisschen was wert, also da bekommt man auch schön Coins raus und dann gehen wir zum 15k-Set, drücken drauf und ich hoffe so sehr, dass da ein Leinwandspieler drin ist, come on, es ist kein Leinwandspieler, es ist aber immerhin eine seltene Karte und es ist der gute alte, na, das ist Ward-Prowse. Okay, nehme ich mit, ist jetzt aber natürlich nicht das Gelbe vom Ei und den Rest packen wir in den Verein hinein und ja, Holberg haben wir ja auch noch dabei und dann drücken wir auch schon drauf beim 25k-Pack. Ich bin gespannt, was hier drinnen sein wird. Ach du Kacke, es ist wieder kein Leinwandspieler, schade. Wir ziehen in diesem Pack Torwart Deutschland. Oh, das ist immerhin Kevin Trapp mit einem 82er Rating. Das geht in Ordnung. 82er und 83er und so, die sind natürlich gestiegen, weil eben diese Ultimate Scream SBC gestern draußen war. Also ich hoffe für euch, dass ihr da eure Karten natürlich verkauft habt. Und sonst natürlich auch wieder Fitnesskarten und so. Also man bekommt da auf jeden Fall seine Coins wieder raus, denke ich, aus diesen Top-Partien. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten und alles entscheidenden Pack. Ich drücke einfach mal drauf. Und ich hoffe, dass wir hier was Gutes ziehen können. Come on, bitte ein Leinwandspieler. Es ist kein Leinwandspieler im 45k-Set. Das ist ja mal mega bitter. Wir ziehen Guerreiro. Oh mein Gott. 81er in dem 45k-Pack. Das ist richtig bitter. Das ist richtig, richtig bitter. Und ansonsten ist hier leider auch nichts Wertvolles drinnen.
Belastend, belastend, ja. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Lasst gerne eben, wie gesagt, einen Kommentar da eben mit dem Spieler halt, den ihr gezogen habt oder die Spieler, die ihr gezogen habt. Ich hoffe wirklich, dass ihr mehr Packlack hattet als ich. Ich hatte jetzt echt gar kein Packlack, muss man ganz klar sagen. Vergesst mir nicht, euer Team zu senden via Instagram. Falls ihr dann nicht mit reinkommt oder falls ich nicht antworte oder so, dann liegt es einfach daran, dass es sich von der Zeit nicht ganz ausgeht. Ich gebe aber natürlich mein Bestes, wirklich jedem von euch zu antworten. Aber falls ich nicht antworte, nehmt mir das bitte nicht übel. Ich mache das wirklich nicht absichtlich. Ich will euch da nicht jetzt irgendwie ärgern oder so. Keine Ahnung, es geht sich einfach nur zeitlich teilweise nicht aus. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.